Guten Tag, mein Name ist Alexander Siegelen. Ich bin hier Kurator am Technoseum und ich möchte Ihnen heute eines meiner Lieblingsobjekte hier im Haus vorstellen. Ein Nachbau einer Arbeiterwohnung um 1900. Eine Puppenstube im Maßstab 1:1, bloß nicht ganz so idyllisch, denn die Lebensbedingungen in den Arbeiterwohnungen waren hart. In Mannheim, so muss man sich vorstellen, wohnten um 1900 etwa 6 Personen in Arbeitervierteln in 1 bis 2 kleinen Zimmern. Die Wohnungen waren überfüllt. Gab es nur ein Zimmer, dann wurde in diesem Zimmer gekocht, gewaschen, gelebt, gegessen, geschlafen. Das war dann die sogenannte Wohnküche. Hatte man Glück, gab es vielleicht noch eine zweite Kammer, in die man noch ein oder zwei weitere Betten stellen konnte. Doch auch Betten waren Mangelware. Nicht nur die Eltern schliefen in einem Bett, sondern auch die Kinder teilten sich häufig ein Bett. Und manche Familien nahmen auch noch zusätzlich Schlafgänger auf. Das waren Menschen, die zahlten einen kleinen Obolus, um in der Wohnung der Familie ihre Schlafstelle haben zu können und schlafen zu können. Auch die hygienischen Bedingungen waren natürlich alles andere als ideal. Gebadet wurde einmal die Woche. Es gab natürlich kein Badezimmer, sondern man machte auf dem Küchenherd Wasser heiß, tat es in eine Wanne und in diesem Badewasser badete dann nacheinander die ganze Familie. Eine Toilette gab es zwar, aber die häufig für das ganze Haus oder für mehrere Wohnungen zusammen.